Zeig mir deine Ware. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Meinst du, mir geht es besser? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Meine Meinung will ja keiner hören. Hey du! Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr... Hallo, du handelst mit Waffen? Ja, unsere Krieger brauchen sie für den Kampf gegen die Nomaden. Zeig mir deine Ware. Das hat er doch vorher gewusst. Das ist wirklich nicht mein... Die Probleme habe ich kommen sehen. Das ist eine schlimme Sache. Ich hätte das anders gemacht. Mir erfährt keiner was. Hey, hallo, ich möchte mit dir handeln. Sieh dich ruhig um, Fremder. Bei mir findest du bestimmt etwas, was du gebrauchen kannst. Zeig mir deine Ware. Das war doch schon vorher klar. Das hat er doch vorher gewusst. Ich hätte das anders gemacht. Hast du irgendeine Arbeit für mich? Ja, ich habe Arbeit für dich. Geh mal zu den Jägern und frage, ob sie noch Pfeile benötigen. Das ist doch alles nur geredet. Ich soll also jeden Jäger jetzt fragen, ob er genug Pfeile hat. Ich bin doch nicht dein Laufbursche. Du hast ja selbst nach Arbeit gefragt, also beschwere dich nicht. Außerdem musst du nicht gleich mit jedem Jäger sprechen. Die Jäger haben sich in drei Gruppen aufgeteilt. Es reicht also, wenn du ihre Anführer fragst. Nebenbei kannst du diese ja auch fragen, ob du ihnen ein bisschen helfen kannst. Das hört sich schon besser an. Wer sind die drei Anführer der Jäger? Die Gruppe, die auf Snapperjagd ist, wird von Sarbos befehligt. Lopez ist der Anführer der Jäger, die auf Wolfsjagd sind. Und der Ork Wampek befehligt die Männer, die Scavenger jagen. Wo finde ich die drei Gruppen? Was weiß ich, auf jeden Fall noch in diesem Tal. In die Wüste wird keiner gegangen sein. So viel kann ich dir schon sagen. Versuch es erstmal im großen Jagdlager, das in der Nähe von Ashdod liegt. Kann aber auch sein, dass manche der Jäger woanders ein kleines Lager aufgeschlagen haben. Was weiß ich? Du wirst sie halt suchen müssen. So groß ist das Tal hier jetzt auch nicht. Raus hier! Ja, mach, dass du wegkommst. Das wundert mich nicht. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Man darf halt nicht alles glauben, was man will. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Zeig mir deine Ware. Das war klar. Da kannst du eh nichts dran ändern. Hey! Ewig so weitergehen. Zeig mir. Das wundert mich nicht. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Warum hört er nicht keiner auf mich? Meinst du, mir geht es besser? Das war doch klar. Ich hätte das anders gemacht.
Das höre ich zum ersten Mal. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das ist wirklich nicht mein Problem. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Wird sich das jemals ändern? Das war klar. Hey du! Hallo, du bist Schmied? Ja, bin ich. Und warum glotzt du jetzt so blöd? Nun, weil du die Kleidung eines Adepten trägst. Da staunst du, was? Bin eben ein vielseitiges Kerlchen. Und als Schmied habe ich ganz schön was drauf. Darauf kannst du einen lassen. Na schön, mit dem großen Bayard kann ich mich nicht gerade messen. Aber es reicht. Na, dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Wie ist übrigens dein Name? Ich heiße Ortega. Ortega? So heißt doch auch ein gefürchteter Räuberhauptmann im Mortana. Ja, der ist ein Vetter von mir. Das schwarze Schaf in der Familie. Keine Ahnung, was er jetzt macht. Vielleicht hat ihm ja schon einer das Lebenslicht ausgepustet. Wer weiß. Tja, ich mach mich wohl jetzt besser auf den Weg. Hab noch was zu tun. Du wolltest eine Kiste? Hä? Was faselst du da? Eine Kiste? Was für eine Kiste? Na, die von Karim, dem Händler aus Amana. Ach, die Kiste. Wurde auch höchste Zeit. Ich dachte schon, der alte Gauner wollte mich übers Ohr hauen. Also quatsch nicht lange und drück sie endlich raus. Hier, mit den besten Empfehlungen von Karim. Hä, wie? Ach so, ja. Was ist denn drin? Rohstahl. Bester Rohstahl, mein Lieber. Was? Rohstahl? Hast du davon etwa nicht genug? Doch, eigentlich schon, aber man kann ja nie wissen. Vielleicht herrscht hier irgendwann mal Mangel. Und dann mache ich das Geschäft meines Lebens. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Das Schmieden? Nee, das lass dir mal lieber von einem anderen beibringen. Wieso denn das? Ich denke, du bist so ein vielseitiges Kerlchen und hast als Schmied eine Menge drauf. Vielseitig bin ich und drauf habe ich auch was. Aber dir das Schmieden zu erklären, tja, das ist nicht so meine Stärke. Geh am besten zu Bayard. Der ist der beste Schmied von ganz Varant. Der kann dir eine Menge beibringen. Wenn er will. Wenn du meinst? Beibringen kannst du mir also nichts. Nun, ich könnte dir zumindest beibringen, wie man stärker wird. Da braucht man nicht so viel denken. Das bekomme ich noch hin. Allerdings wirst du mir dafür einmalig 200 Goldstücke zahlen müssen. Schließlich vergeude ich nicht meine Zeit. Hallo, kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Ja, das kann ich. Hast wohl Angst, dich hier zu verlaufen, was?
Aber ich kann dich beruhigen. Das Tal hier ist nicht so groß, wie du vielleicht annimmst. Sehr witzig. Ich denke, ich komme auch alleine klar. Wie du willst. Selim möchte wissen, ob ihr noch genug Pfeile und Bolzen habt. Die treue Seele. Ja, im Moment haben wir noch genug. Kannst aber Selim bestellen, dass wir nach der Jagd noch etwa 100 Pfeile kaufen werden. Das wird Selim bestimmt gerne hören. Was jagt ihr eigentlich so? Eigentlich alles. Wir sind drei Gruppen von Jägern und sprechen uns vorher immer ab, wer was jagt. Und was jagt ihr jetzt? Wölfe. Wir brauchen noch 12 Felle. Dann kann zumindest unsere Gruppe die Jagd beenden. Doch im Moment ist uns die Sache zu gefährlich. Die Wölfe sind jetzt verdammt misstrauisch. Wenn man denen zu nahe kommt, hat man das ganze Rudel am Hals. Wir werden daher wohl noch warten müssen, bis die Wölfe wieder ruhiger geworden sind. Was gibst du mir, wenn ich die Wölfe für euch erledige? Boah, lebensmüde, was? Na, soll mir egal sein. Ist dein Hals, den du riskierst? Ich kann dir einen wertvollen Ring geben, der deine Geschicklichkeit erhöht. Klingt gut. Abgemacht. Für den Ring bekommst du die Felle. Großmaul, sorg erstmal dafür, dass die Biester tot sind. Dann sprechen wir weiter. Hey. Keine Ahnung, sag du es mir. Danke, Mann. Wofür? Dass du mich nicht dann sogar verpfiffen hast. Stimmt. Hatte ich ganz vergessen. Sollte ich nachholen? Bitte nicht. Wenn du mich nicht verrätst, bin ich bereit, dir beizubringen, was ich kann. Was solltest du mir denn beibringen? Vielleicht, wie ich Erz buddle? Nee, das nicht. Das können andere viel besser als ich. Was kannst du mir dann beibringen? Nun, früher habe ich mal eine Zeit lang Schlösser geknackt. Und auch im Taschendiebstahl war ich nicht schlecht. Na schön, besonders geschickt war ich nicht. Zumindest aber habe ich die Grundlagen nicht verlernt. Also hatte ich doch den richtigen Verdacht. Du bist also ein Dieb. Hey, das ist lange her. Ehrlich. Na schön, ich will dir mal glauben. Also wie gesagt, wenn du Lust hast, kann ich dir gerne was beibringen. Ich habe sogar noch einige Dietriche, die ich dir verkaufen kann. Hey, kannst du mir etwas beibringen? Natürlich kann ich das. Allerdings wird dich dies etwas kosten. Umsonst werde ich dir nichts beibringen. Ich kann dir zeigen, wie du Gift aus einer Drüse oder einem Stachel gewinnen kannst. Das ist von großem Vorteil, da nicht jeder Händler Gifttränke anbietet. Danach kann ich dir noch mehr beibringen. Wenn du deine Nahkampfwaffe vergiften willst, kann ich dir zeigen, was du dabei beachten musst. Dann kann ich dir noch beibringen, wie du Giftpfeile und Giftbolzen herstellen kannst.
Du solltest aber über die notwendige Erfahrung verfügen. Wie entnehme ich Gift aus einem Stachel oder einer Drüse? Um Gift aus einem Stachel oder Drüse an einem Alchemietisch zu entnehmen, musst du Folgendes beachten. Der Stachel und die Drüse werden mit scharfer Klinge von der Spitze zum Schaft säuberlich aufgeschnitten. Die obere Hautschicht wird entfernt. Das frei gewordene Gewebe wird um die Drüse herum aufgeschnitten. Das gewonnene Gift gießt du dann vorsichtig in einen Behälter und verschließt diesen fest. Der besondere Saft des Blutfliegengewebes ist übrigens genießbar und hat heilende Kräfte. Auch wenn der menschliche Körper im Laufe der Zeit eine Immunität gegen diesen heilenden Trunk entwickelt hat. Hey du!
Hier hast du deine Wolfsfelle. Mann, du hast es also tatsächlich geschafft? Ich fasse es nicht. Na, immerhin hast du uns eine Menge Arbeit gespart. Hier hast du den versprochenen Ring. Jetzt, wo alles erledigt ist, können wir endlich wieder nach Ashtot zurückkehren. Kannst du mir etwas beibringen? Natürlich. Ich kann dir etwas über die Jagd beibringen. Das wird dich aber eine Kleinigkeit kosten. Wie viel willst du haben? Kommt darauf an, was du beigebracht bekommen willst. Bring mir was über die Jagd bei. Da muss ich dich enttäuschen. Du weißt schon alles, was ich dir beibringen könnte.